Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir sind hier immer noch mit ein paar Kleinigkeiten beschäftigt. Unser Zaun hier oben ist inzwischen repariert. Und dann haben wir ja ganz viele Aufständige momentan noch. Dadurch, dass sie ja eine Zeit lang unzufrieden waren, das wollen wir jetzt mal beheben. Aber erstmal wollen wir jetzt hier mal den Psychologen in Einsatzbereitschaft schicken. Und dazu bauen wir uns dann hier erstmal den Weg ein bisschen weiter. Dann mache ich hier mal so einen 3-Gang-breiten Weg runter. Bis zum Psychologen. Auf jeden Fall ist hier gut Action in meinem Gefängnis. Sind ziemlich unzufrieden bei mir. Aber das sollten ja meine Wachen da hinkriegen. Die sind ja 10. Die sind ja im Verhältnis 3 zu 1, also das geht schon. Da oben ist ein bisschen was kaputt gegangen. Auf jeden Fall können wir dem Psychologen sein Büro hier mal einrichten. Der möchte hier, wo ist er? Wo hat er das Büro hier? Da ist das Büro. Und die Objekte dafür natürlich. Erstmal einen schönen Schreibtisch. Den packen wir mal hier so ein bisschen in die Ecke. Ein Stuhl mit dabei. Und einen Aktenschrank. Und der Psychologe, der bekommt dann auch so ganz klassisch seine Couch und sein Sofa, wo er seine Patienten auch therapieren kann. So. Die beiden brechen wir mal ab, dann können wir das Objekt da abreißen. Ja. Ist ja kein Objekt, ist ja eine Wand. Dann hier noch runter. So, dann müssen wir mal kicken, wie das mit dem Essen hier ausschaut. Ja, das passt. Vielleicht sollten wir uns noch einen dritten Koch leisten. Und dann werde ich mal ganz Ramagani-Style-mäßig die Stoppuhr anmachen, wenn ich schon 10 Minuten lang am Aufnehmen bin. Kennt man ja auch nicht anders von mir. Materialien, Wände abreißen, diese hier können wir dann auch gleich wegmachen. Und da müssen wir noch eine hinsetzen. Da. An der Stelle. Sonst gehen die uns ausbüchsen. Hat er noch zufälligerweise einer einen Zaun dabei? Ja, zufälligerweise hat er noch Zaun. So, dann müssen wir dort auch gleich unsere Platten hinlegen. Damit das alles schicki ist. Betonplatten, Gehwegplatten haben wir da genommen, glaube ich. Jawohl. So. Jetzt gehen uns die Kohlen aus. Okay. Also müssen wir das Step by Step machen. So, dann müssen wir hier noch die 2 Metalldetektoren anbringen. Da haben wir jetzt aber momentan nichts für. Müssen wir jetzt noch einen Psychologen einstellen. Psychologe, den haben wir noch gesperrt. Dann werden wir den jetzt mal hier... Ah, haben wir auch nicht genug Geld für, müssen wir bestimmt auf den Cashflow warten. Oder wir... Nee, Zellenblock B, dann können wir Zellenblock C gleich mal planen hier. Wobei wir den jetzt auch nicht bauen können, solange wir nicht genug Geld haben. Da ist der Janke. Also die scheinen sich alle wieder relativ schnell eingekriegt zu haben. Der sitzt noch ein bisschen in Einzelhaft. Da ist noch ein Planungsbutton, sehe ich gerade. Ist da irgendwo Planungsbutton? Nee. Gut. Judy, Judy, Judy. Dann werden wir hier irgendwann jetzt demnächst die Rezeption hinbauen, wo unsere Häftlinge dann ihre Kleidung bekommen. Den Warmwasserboiler, den müssen wir dann noch wegmachen. Wobei wir das Versorgungsproblem ja doch inzwischen gelöst haben. Ja. Müssten wir
Dann jetzt einmal den Hebel hier ausschalten. Und den hier ausschalten. So, jetzt ist es komplett getrennt. Dann müssen wir hier oben schnell mal ein Stück Kabel hinsetzen. Und dann können wir das hier alles wieder abbauen. Abreißen. Abreißen. Das können wir erstmal einlagern alles. Der jetzt gleich kommt da mit dem Stromkabel, da kommt er schon, dann sollten die auch gleich wieder Licht haben. Was hast du für ein Problem? Drogen? Er ist auf dem Zug. Machen wir mal wieder eine Razzia. Mal einfach so vorsichtshalber mal eine Razzia machen. So. Da wurde auch schon gefunden. Eine Lampe? Nein, ein Messer. Wow. So, Strom ist wieder da. Dann sollten wir mit den 32 Bewohnern, die wir jetzt momentan haben, auch erstmal auskommen. Und sollten dann... Ne, wir werden auf jeden Fall Zellenblock B, also den Zellenblock B die Mission hier auch noch erfüllen. Also werden wir uns hier den Zellenblock C noch bauen. Und dann gucken wir, wie das weitergeht. Auf jeden Fall sind unsere Reinigungskräfte nicht sehr tüchtig. Das steht schon mal fest. Können wir vielleicht mal in unsere Berichte gucken. Ob wir hier Tage ohne Vorfall, 0,4 Tage, deswegen ist unser Cashflow auch so niedrig. Aber wir hatten ja zumindest keinen Ausbruch, oder? Nein. Hatten wir nicht. Könnten hier natürlich auch noch, indem wir Anteile verkaufen vom Gefängnis, könnten wir noch Geld ranholen zum Bauen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich nur darauf warten, dass hier die Psychologie freigespielt wird oder freigeschalten werden kann. Oh. So, haben wir hier jetzt eine Spritze, ein Messer und ein Feuerzeug haben wir gefunden bis jetzt. Oh ja, da habe ich noch eine Idee, was wir machen können. Wir können mal hier bei Objekte, können wir das glaube ich genau, Objekte verkaufen. Können wir hier die Bäume so ein bisschen verkaufen. Und dann können wir heute doch noch die Psychologie zumindest freispielen. Und dann könnten wir hier mal Strom reinlegen. Die haben nämlich noch keinen. Da einmal rein. Und hier einmal runter. So, und dort. So, dann können wir hier mal so ein bisschen wegmachen, was wir nicht mehr brauchen jetzt unbedingt. Das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Das können wir alles mal wegmachen hier. Dann hier nochmal eine neue Stromleitung hinlegen, damit die Büros trotzdem weiterhin Strom haben. Ja, das machen wir mal gar nicht so. Sondern eher hier lang an der einen langen Leitung. Und da werden wir dann auch hier nochmal eine Leitung hochlegen, damit das alles ein bisschen Struktur bekommt. Und dann können wir nämlich hier den ganzen Schmarotz nämlich auch wegmachen. Dann haben wir das erledigt, den hier natürlich nicht. Da muss aber noch ein Kabel hin. Und dann passt das erstmal. Die haben noch kein Wasser da. Wieso habt ihr kein Wasser? Achso, ja, weil die Wasserpumpe noch nicht an Strom angeschlossen ist. Das können wir jetzt auch noch mal gerade nachholen. Dann können wir das Ding hier mal abreißen. Und werden uns dann hier oben jeweils zwei so eine Metalldetektoren hinsetzen. 1, 2. Für den zweiten haben wir natürlich nicht genug Geld, aber der wird ja gleich eingelagert werden. Hoffentlich.
So, du bekommst jetzt auch erstmal kein Wasser. Das ist auch kein Problem, das kommt ja gleich. Na, wie sieht das hier oben aus mit dem Psychologen? 3 Minuten noch. Ja, ich helfe euch ja. Hier, komm, ich mache euch mal auf. Könnt ihr da mal reinlatschen. So, da werden wieder 2 Stück in Einzelhaft gebracht. Dann sitzen, dann kommen wir mit unseren Einzelhaftzellen ja momentan genau hin. Die werden jetzt erstmal tüchtig sein hier. Da wird schon das erste abgerissen. Dann müsste jetzt hier oben gleich Strom ausgehen irgendwann. Und dann können wir eigentlich auch mal gucken. Aber wir behalten die Arbeiter, glaube ich mal, in der Menge bei, wie wir sie jetzt haben. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Meistens müssen wir die Logistik mal freischalten, damit ich die Wachen einteilen kann. Weil wir haben ja Nebel des Krieges an. Das heißt, wir sehen eigentlich nur die Bereiche, wo auch wirklich Kameras hängen, beziehungsweise unsere Wachen rumlaufen. Und das kann ich jetzt ja momentan noch nicht beeinflussen. Einfach. So, was haben wir hier so noch gefunden? Gift, Schraubenschlüssel und Drogen. Aber zumindest kein Tunnel, wenn ich das hier richtig sehe. Also soweit passt das dann. Wo sind die letzten 2 Stellen, die noch untersucht werden müssen? Hier können wir eigentlich auch mal... Hier oben bauen wir mal noch ein bisschen Zaun hin. 1, 2. Und dann kommt da noch eine große Gefängnistür rein. Dann können wir nämlich hier unten die Fundamente auch abreißen. Das heißt, wir müssen dann hier nochmal... können wir eigentlich da in die Lücke reinsetzen dann gleich. Machen wir mal mit dem Planungstool. Dann können wir hier das Gebäude ansetzen. Ziehen das hier runter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und da hoch. Das wird unser neuer Einzelhaftzellenblock. Passt ja auch gut dahin. Ja, wie gesagt, sind ja alles Sachen, die können wir nachher immer noch mal wieder verlegen, wenn wir noch mal wieder ein bisschen umbauen wollen. Aber eigentlich ist Sinn und Zweck jetzt erstmal so viel Geld zu verdienen, dass wir zumindest in Richtung Landerweiterung dann nachher auch gehen können. So, dann haben wir das auch geplant. Dann können wir entsprechend da eigentlich auch mal die Zäune hochziehen. Warte. Ah, die werden ja sowieso dort unten rausgeführt. Dann werden wir wohl... Werden wir wohl die Türe hier mal zumachen. Da ist schon wieder ein Zwischenfall. Da macht wieder einer Palaver. Wie sieht das hier mit der Versorgung aus? Viel fehlt nicht mehr, okay. Das Büro ist soweit fertig. Der Psychologe ist jetzt auch verfügbar. Den können wir jetzt nur noch nicht einstellen, weil wir für den erstmal Kapital brauchen, 1000 Flocken. Sollen wir vielleicht auch mal 10% von unseren Anteilen verkaufen. Und dann setzen wir den da mal rein. Und dann haben wir jetzt auch 17.000 schon wieder drin, dann werden wir uns die Anteile gleich wieder zurückkaufen. Und dann haben wir jetzt erstmal 7.000. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Leute hier eingehen. Jetzt haben wir hier auch einen Bedürfnisbericht und dann Freiheit ist ein riesengroßes Problem. Hängt damit zusammen, dass wir einfach keinen Hof haben. Und den sollten wir uns jetzt hier vielleicht nochmal gönnen. Wie gesagt, der wird noch 2, 3 Mal mehr verlegt werden. So, da haben wir wieder eine Seite aus dem... aus der Spielbibel, genau.
interessiere mich eigentlich eher weniger. Die Polaroids finde ich interessanter. Jo. Objekte. Da kommt dann eine kleine... Nee, auch eine große Gefängnistür. Machen wir da erstmal rein. Und dann sollen die da erstmal den Zaun errichten. Dann können wir hier den Weg noch fertig machen. So. Und dann wird das jetzt hier echt Zeit mit dem Wasser, ne? Wasser ist auch angeschlossen jetzt. Blinkt aber immer noch da oben so lustig rum. Warum? Weil da irgendwas nicht reinkommt. Ja, da war mein Stromkabel. So. Dann können wir die Hot Water Pipes hier, das können wir alles wegmachen. Das hier. Da wird dann gleich der Strom auch mal wieder kurz ausfallen. Das ist noch ein bisschen unpraktisch gelöst. Vielleicht fällt den Entwicklern da ja noch mal eine Lösung für ein. Das hier können wir alles wegmachen. Das kann alles weg. Brauchen wir alles nicht mehr. So, weg damit. Dann können wir hier drinnen mal die ganzen Möbel rausholen. Objekte, Objekt abreißen. Dann die ganzen Möbel hier mal raus. Auch erstmal einlagern. Sollen wir uns vielleicht auch nochmal ein größeres Lager gönnen. Das ist ja doch schon arg voll. Wenn wir hier unten noch so eine kleine Lagerfläche einrichten. Räume. Wo ist das Lager? Gehen wir mal ein hier unten. Lagerraum da. Können wir hier noch schön einlagern. So. Und hier oben, ja, wenn wir hier noch so ein bisschen Lager hinmachen erstmal. So, dann sollte da jetzt genug Platz sein, für alles einzulagern. Und dann können wir das Fundament dann auch gleich abreißen, aber vorher werde ich hier das neue Fundament setzen. Für unsere Einzelhaft. Und die werden dann auch gleich einen Zaun bekommen. Da. Und eine Gefängnistür braucht das Ding. Da kommt die Tür hin und da kommt eine hin. Material, Zäune, habe ich doch dahin gebaut. Jo, dann nehmen wir die hier weg, so. Und dann sind wir eigentlich soweit auch mit unserer Mission jetzt durch, bis auf da oben, das halt mit dem... dem Zellenblock B, aber das machen wir in der nächsten Folge und dann können wir dann auch schon die nächste Mission annehmen und dann freue ich mich auch schon drauf, wenn es dann da weitergeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wie immer, von mir ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.